Was meint ihr, wie lange ich im Schnitt gegen so einen Rudel von Flugraptoren überleben werde? Können wir ja mal ausprobieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sekunden. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arcpedia mit dem Alex von Durchgezockt. Mahlzeit, DGZ vergessen. Ja, genau, DGZ. Mit dem Schorsch HD. Hallo. Und mit mir, The Gaming Galaxy. Ich bin heute der Interviewer, der Moderator hier. Und es geht diesmal um ein neues Dossier, was heute vorgestellt worden ist. Der Dino ist noch gar nicht drin. Es geht um den Stegosaurus Regium. Ja. Nein, bekannt, das war falsch. Das Dossier, was du hattest, war falsch. Das ist der Mikroraptor. Ja, aber die lateinische Bezeichnung ist von ihm Stegosaurus Regium. Nein, das ist die lateinische Bezeichnung von Stegosaurus. Aber da stand beim Mikroraptor. Glaub doch nicht immer, was da steht. Es muss auch nicht echt sein, aber ich kann dir mit Sicherheit den lateinischen Namen, kann ich dir mit Sicherheit ja auch mal in Wirklichkeit sagen. Und zwar der lateinische Name ist Microraptor Ganirolungus oder so. Oder so ähnlich, okay. Kann kein Arsch aussprechen, wir sagen einfach Microraptor. Da können wir uns drauf einigen, oder? Microraptor ist gut. Stimmt denn das andere, was da alles drunter steht? Das andere müsste alles stimmen. Aber da war noch ein Fehler drin. Also Spätjura, Fleischfresser. Ja. Und aggressiv ist er. Ja. Was habt ihr denn so alles jetzt von ihm gehört? Ich hab ja gehört, dass der ein ziemlich aggressives Kerlchen sein soll und hauptsächlich auf Viecher draufgehen soll, die ungefähr so groß wie er oder kleiner sind. Also ich hätte da meine Probleme. Wie seht ihr das denn? Ja, wenn man das mal im Vergleich sieht, natürlich hättest du deine Probleme, du als kleine Arkbewohnerin. Ne? Ich stell mich mal neben dich da unten. Du gehst mir ja nicht mal, du gehst mir gerade mal bis zum Bauchnabel. Ne? Ja. Ich glaube, du würdest als erstes dran glauben müssen. Ja, aber das Problem ist ja bei uns auch, wir machen größere Schritte und dadurch sind wir schneller. Ja. Das heißt ja nicht, sei schneller als der Dino. Das heißt ja nur, sei schneller als der Oliver. Oder des nächsten Opfers. Des nächsten Opfers. Genau. Also ich würd mal bezeichnen, das sind so kleine, fiese Terrier. Also, kennt ihr die? Ja, so Taum of Doom ist einfach. Ja, oder Taum of Doom ist ja so. Bah. Die werden mit Sicherheit ganz fies. Ich meine, Oliver hat schon seine Probleme. Ich hatte meine Probleme schon mit diesen doofen Ameisen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit George war. Ich hatte die noch gar nicht gesehen. Da bin ich auch froh, weil ich glaube, auf dieser Killerinsel gibt es ja auch gar nicht, wo wir Fuzzi und ich uns einquartiert haben. Aber stell dir mal vor, du begegnest so ein Rudel so von 5, 6 Stück von diesen kleinen, ja, Terrier der Lüfte. Vor allem, wenn du kein Dino dabei hast oder nichts Ordentliches, sondern nur ein Raptor, dann denke ich, sieht schlecht aus. Obwohl ich vermute, dass die weniger gefährlich sind als diese fliegenden Ameisen. Weil diese Mikroraptoren, die haben zwar diese Flügel, aber die Flügel sind nur eine Art Sprungerweiterung. Also die können nicht wirklich lange fliegen. Ja. Die können aber nicht, wie schnell die Viecher sind. Stimmt. Du weißt ja, wie klein die sind. Es kann ja auch sein, dass du die ganz schlecht treffen kannst, oder? Ja, und was ich auch noch gelesen habe, also die nutzen dann die Vögel also mehr zum Springen, das Ganze. Ja, so. Und sie gehen direkt immer nicht auf dein Reittier, sondern auf den Reiter drauf. Ja. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass sie von erhöhten Positionen auf die Reiter hinabschweben, sozusagen. Und noch fieser, du gehst durch den Wald, ne, und dann kommst du von oben, ja, auf dich draufgestürzt. Vor allem, du weißt nicht, was dich angreift, das ist ja auch kacke. Ja, das hatte ich bis jetzt schon öfters mit den Ameisen. Mit den fliegenden Soldaten von denen. Ja, das kann mit Sicherheit auch gemein sein. Gehst ganz gemütlich so, ich sammle mal Pilze für die Großmutter. Und dann kommt plötzlich. Und dann
Wow! Alex, du sollst doch nicht die Magic Mushrooms deiner Großmutter mitbringen. Ja, du, aber ich mag die doch, die Magic Mushrooms. Ich weiß aber, was die mit ihr machen, also. Ja. Kriegt halt ja, größere Ohren davon. Es ist offenbar mal wieder ein Dino. Also ich habe jetzt aus dem Dossier nicht rauslesen können. Was macht ihr da, Feuertanz? Wir machen Feuertanz. Wir wollen, dass es regnet. Ja. Huga, gaga, huga, gaga, huga, huga, huga. Aber Oliver, du wolltest gerade was sagen. Ja, ja, genau. Also ich konnte aus dem Dossier nicht rauslesen, dass die irgendwas Sinnvolles bringen, weil Fleisch werden die wohl wenig bringen. Was, glaubt ihr, was man da vielleicht noch rausholen kann aus diesen Dinos, wenn man vielleicht gibt's ja getötet jetzt, hat? Oh, ich hab gepfiffen, ich pfeife. Vielleicht gibt's jetzt ja auch mal Federn oder sowas, dass man die für irgendwas gebrauchen kann. Ja, dann können wir einen Haarschmuck machen. Ja, ja, dann. Da müssen wir nur noch Oliver in den Vulkan schmeißen als Opfer, dann ist alles gut. Ja, aber was ist der Sinn von kleinen Terrier zum Beispiel? Ja. Brauchst du ja auch nicht, ne? Vielleicht im Rudel. Ich spring da eh schon. Idiot. Ja, stimmt. Also im Rudel könnten die richtig, richtig gefährlich sein. Also wenn man da wirklich neben der Dodo-Farm nochmal ein ganz großes... Alter, wie viele Farben willst du denn noch aufmachen? Schneckenfarm, Dodo-Farm, Taubenstall für die Mikroraptoren? Es kommen halt so viele spannende Tiere hier raus. Also es ist schon Hammer. Ja, ich hoffe, die übernehmen sich jetzt nicht. Die sollen jetzt mal so nach und nach die anderen Tiere reinkommen. Der Affe zum Beispiel, will ich mich auch drüber freuen. Meinst du den kleinen? Es gibt ja so einen kleinen Säugelaffe, soll es ja geben. So einen Lemurenart und dann den Menschenaffen, ne? Ja, ich meine den Menschenaffen, den großen. Zum Fibersammeln, ne? Ja, zum Fibersammeln. Ich fände es aber auch gut, dass man den nicht reiten müsste, sondern einfach sagen müsste, so, da geht's jetzt hin und machst das. Weil die sollten ja irgendwie schlauer sein als die anderen Tiere, wenn das Menschenaffen sind. Ja. Auch. Aber kommen wir mal zurück zum Mikroraptor. Ja. Achtung, Dodo-Angriff. Guck dir das an, wenn der in der Hocke ist, ist der kleiner als ein Dodo. Guck dir das mal an. Ja. Krass. Heftig. Ja, aber irgendwie kommen die Dodos auch seit den letzten Updates größer als am Anfang vor. Das sind jetzt so... Nee, das ist nur, weil du das im Verhältnis zu... Oliver siehst. Ja, es kann sein. Ja, das verträgt Rambo schon. Ja, aber jetzt, wir haben jetzt mit den Raptoren natürlich noch eine weitere Gefahr hier auf der großen Welt von Ark, die dann kommen wird. Was denn? Was meint ihr, wie lange ich im Schnitt gegen so einen Rudel von Flugraptoren überleben werde? Können wir ja mal ausprobieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sekunden. Nee, ich glaube. Ich glaube, das könnte man mathematisch runterbrechen. Er schafft es mit einem T-Rex nicht länger als 10 Sekunden gegen einen Dilo zu kämpfen. Und uns zu überleben. Das wissen wir ja schon. Ich schätze mal, so ein Raptor wird halb so groß sein wie ein Dilo. Also, ja, wird das ungefähr so um die 5 Sekunden dauern. Mit T-Rex, ohne weiß man ja nicht, wie lange er da braucht. Aber ich denke mal, so 5 Sekunden wird er deine. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Guck dir das mal an. Das sieht schmerzhaft aus. Da muss ich ja mal einen Screenshot von machen. Guck dich mal von außen an. Weiß ich. Ich auch. Ich glaube, da guckt jemand durch. Ich glaube, ich habe dir was gebrochen, du. Ich glaube, ich habe dir was gebrochen. Ihr müsst mal mit K unter die Map gucken und guckt euch das an. Okay. Mit K und dann nach unten und guckt euch das mal an. Aber ja, jetzt ist er aufgestanden. Schade. Aber gut, dass wir auf Meeresboden gehen. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, das ist mir schon von früher aufgefallen. Das war schon immer so. Ja, ich wusste, dass unter der ganzen Map Meer ist, aber dass das... Ja, so nah ist oder was? Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Also ich kann mit Kano um meinen Charakter drum. Ja, ich bin ja schon mal durch die Map gefallen in so einer... Ja, mit Sarko. Ja, okay. Überlebenswahrscheinlichkeit für... 5 Sekunden. Oliver, 5 Sekunden. Wir halten das noch ein bisschen länger aus. Ich denke, das wird auch erst jetzt eine Vermutung bei ihm sein. Ich denke, er schafft es noch in kürzerer Zeit.
Ich gehe auch davon aus, also diese Mikroraptoren, dass die ziemlich leicht zu tamen sind, ungefähr so leicht wie ein, fast so leicht wie ein Dodo, so schnell. Ich schätze mal, dass sie auch, weil die haben ja nicht viel Substanz, ne? Ich denke mal, die Flugviecher, die jetzt neu dazugekommen sind, die ich heute da ein am... Du meinst die Kamikaze, die morphe Foden da? Ja, diese weißen Flügel, diese kleinen. Ja. Nee, ich glaube, die werden leichter zu zähmen. Dann. Ja? Ja, die haben nämlich auch das Verhältnis von Hungerkriegen und Heruntergehen von Tupor-Wert ist ziemlich heftig, auch bei diesen kleinen Viechern. Mhm. Du hattest ja gar keine Geduld mehr, da musst du... Nee, ich hast du ja dein Vieh getötet. Aber habt ihr noch irgendwelche Anregungen zu diesem Raptor, diesem Mikroraptor? Ja, ich hoffe, dass die vielleicht im Rudel auftreten würden. Das fände ich cooler, wie Raptoren jetzt es auch sind. Das ist, denke ich mal, wahrscheinlich, da Raptoren, glaube ich, generell wohl Rudeltiere sind. Ach ja, man kann... Wohl, hier werden hauptsächlich... Ja, man kann die Viecher ja, tamen. Und wenn sie im Boost sind und Mate Boost, sollen sie dann kräftiger zuweisen, sollen sie besser drauf sein. Ah, okay. Jo, Feuersprung, habe ich geschafft. Und schafft die Kleine das? Kommt die da rüber? Hui! Die kann richtig weit springen. Hui! Hui! Ja, also wir leiden heute alle an ADHS, ne? Und am Zippelfall, Zappelphilipp-Syndrom. Wir können nicht ruhig bleiben. Ist da noch Fleisch drin? Yo, cool. Danke fürs Fleisch. Wer hat Hunger? Was? Wer hat Hunger? Ja, ich. Ja, dann packe ich da noch mal Fleisch rein. Komm. Also ich habe jetzt eigentlich nicht. Hey, ich kann da kein Fleisch mehr reinpacken. Er muss es droppen. Ich hoffe jetzt einfach, es wird nicht zu langweilig, das Vieh. Aber ich kann mir gut vorstellen, so als kleines Haustierchen. Ja, auf jeden Fall. Aber mit den längeren Strecken unterwegs sein, aufgrund der Größe, ne. Das geht hier vielleicht eher als Verteidiger, kann man sich so eine Armee heranzüchten. Eventuell. Ja, und dann überall im Lager verteilen oder um Lager herum und dann aggressiv stellen und dann auf Enable Wandering machen. Also jeder, der zu nah an deinem Lager kommt, ja, als Suicide Squad sozusagen, als Missfallkommando. Das wär's. Sowas. Eine kleine Bombenweste. Wie gesagt, wir sind hier alle schon richtig gespannt darauf. Würde ich auch sagen. Aber bis der Mikroraptor kommt, wird's ja jetzt noch eine Zeit lang dauern. Erstmal wird, denke ich mal, vorher die Schnecke kommen oder. Ja. Irgendwas Leichteres. Veröffentlichen die Dossiers. Ständig. Nach Reihenfolge. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, sonst wäre der Affe ja jetzt auch schon vor den Ameisen gekommen. Das stimmt. Ah, okay, also wann der Mikroraptor dann kommen wird, das kann ich noch offenbar. Das wissen wir noch nicht. Aber dafür haben wir schon mal die Dossierkarte übersetzt. Auch mit dem richtigen Speziennamen wird dann unten in der Videobeschreibung dann der entsprechende Link sein. Entweder bei mir, bei DGZ durchgezockt oder beim lieben Oliver. Gaming Galaxy, genau. Und natürlich, ja, auch nochmal gesagt von DGZ. Er hat eine Arcpedia. Ja, was sehr schön. www.arc-pedia oder? Ja, www.arc-pedia.de. Genau. Da werde ich langsam ein paar Dossiers immer wieder veröffentlichen. Und wenn bereit oder Informationen zum Taming vorhanden sind und so, werden das natürlich aktualisiert und damit reingepackt. Und natürlich auch das Schöne, auch schön auf Deutsch dann auch. Auf Deutsch. Damit auch wir das ordentlich lesen können. Okay. Weil ich persönlich kann nicht so gut Englisch, dass ich jetzt die ganzen Dossiers jetzt verstehen würde. Also ich kann gut Englisch, ich hätte aber einfach keine Lust dazu, zu überlegen. Okay. Und ich muss noch sagen, das Arcpedia ist sehr schön und detailliert gestaltet, so ein kleines Buch wie immer. Also muss ich sagen. Ja, dann machen wir mal an einer anderen Stelle. Stelle ich noch mal genau vor, wie die aussehen, die Büchlein. Aber wir machen jetzt mal
mit Blick auf die Uhr, wir haben 14 Minuten. Ja, das reicht natürlich auch. Ich danke fürs Zuschauen, genau wie die anderen. Ich danke auch vielmals. Ich bin der Alex Botes von DGZ. Mein Spruch ist wie immer, ich bin immer für euch da und schalt mal wieder ein, wenn es heißt... Durchgezockt. Schorsch, ja, möchtest du auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Tschüss. Und bis demnächst dann. Ciao. Bis die Tage. Ciao. Durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken. A dog a bone, this old